einem Besuch auf der Insel Rügen bzw. in Mecklenburg-Vorpommern gehören für viele die Störtebeker Festspiele ganz, ganz fest mit zum touristischen Reiseplan. Seit den 90er Jahren locken sie nach Ralswiek. Das ist ein kleines Dörfchen am großen Jasmunder Bodden. Hunderttausende sind jedes Jahr zu Gast, wenn der Pirat Klaus Störtebeker und seine Mannen das kleine Dörfchen entern und auf dieser riesigen Naturbühne ihr in Anführungsstrichen Unwesen treiben. So auch in diesem Jahr beim Stück Gotland unter Feuer. Und das macht Klaus Störtebeker natürlich nicht allein. Er hat Schauspielkollegen an seiner Seite, wirklich ganz, ganz tolle Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch in diesem Jahr hier versammelt. Es gibt über 100 Kleindarsteller, Dutzende Pferde, 4 Schiffe, die im Hintergrund Manöver fahren, teilweise auch in die Luft fliegen. Es gibt Pyrotechnik, es gibt Stunts und vieles, vieles mehr. Oh, das heißt schon viele. Wir mögen nicht besonders. Habt ihr ihn erledigt? Besiegt. Ja. Brüht. Ja. Er ist mein Gefangener. Worum geht's in diesem Jahr? Gotland unter Feuer. Wer ein bisschen mit der Geschichte um Klaus Störtebeker schon Berührung hatte, der kann es sich denken, denn Gotland ist eine Insel und das Stück spielt in diesem Jahr in Visby und man ist sich nicht so ganz einig, denn sowohl die dänische Königin Margarete oder die Königin Margarete von Dänemark, die hat auch noch einen Bund gegründet aus den nordischen Ländern, als auch die Herrscher von Mecklenburg, die erheben beide Anspruch auf diese Insel, auf Gotland. Und dann kommt auch noch der Deutsche Orden ins Spiel und will diese Dinge richten und die Geschichte in die richtigen Bahnen lenken. Ja, und Klaus Störtebeker und Co. mitten drin. Es ist also tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Stück. Ihr kehrt ohne Sieg zurück. Wird eure Königin euch diese Schmach vergeben? Wollt ihr nicht erst euren Sieg genießen und wieder zu Kräften kommen, Herzog? Nein. Ich will die Gunst der Stunde nutzen. Die Kalmarer Union darf nicht zustande kommen. Den Ruhm könnt ihr für euch beanspruchen. Unser Bund ist somit diskret zu behalten. Der verträgt ja wohl viel zu wenig. Darauf trinke ich. Aber dafür haben wir viel erfahren. Haben wir. Was fangen wir damit an? Wenn man vor Ort ist, im ersten Teil und sich wirklich gut konzentriert auf die Geschichte, dann hört man ganz viel über die Ostseegeschichte, über tatsächlich historische Sachen hier rund um den Ostseeraum, wie hier zum Beispiel hinter mir. Das ist übrigens die Ostsee, wir sind hier nicht irgendwo an einem kleinen Tümpel. Na, also da kriegt man schon tatsächlich sehr, sehr viel mit. Und natürlich kommen auch die Spezialeffekte, gerade im zweiten Teil dann nicht zu kurz. Da knallt, pufft und pengt es gewaltig, da wird Visby also aus den Angeln gerissen. Was für mich in diesem Jahr neu war, dass bei den Störtebeker Festspielen gleichzeitig beide Seiten der Bühne bespielt werden. Ich kenne es ja bisher immer nur so, links ist Ort A, rechts ist Ort B, in der Mitte wird auch mal noch was rausgefahren, aber entweder hat es an Ort A oder an Ort B gespielt. Jetzt musste man seine Augen überall haben auf dieser riesigen Bühne. Das war manchmal gar nicht so einfach, aber man kann den Schauspielerinnen und Schauspielern natürlich gut folgen, denn es sind ja auch absolute Profis, die dort am Werk sind, vor und hinter den Kulissen. Ja, was kosten die Tickets? Die Tickets kosten von 14 bis hin zu 40 Euro und man kann dann sehr gut sitzen. Über 9000 Sitzplätze sind es genau. 14 bis 40 Euro. Ich habe hier nochmal heimlich die Seite aufschlagen lassen. Für Kinder gibt es eine Ermäßigung. Da ist es dann zwischen 10 und 30 Euro. Insgesamt 91 Sitzreihen gibt es. Also von ganz hinten hat man tatsächlich einen wahnsinnig schönen Überblick. Man denkt immer, ja, da sehe ich doch die Schauspieler gar nicht. Das stimmt. Aber man hat diese Gesamtkulisse, die Schiffe, die Explosionen, das Feuerwerk zum Abschluss. Es gibt jeden Abend ein riesiges Feuerwerk, was in den Ostseehimmel steigt. Und alleine das ist es tatsächlich schon wert, die Störtebeker Festspiele zu besuchen. Ja, wer es in diesem Jahr nicht schafft, der darf gerne im nächsten Jahr vorbeischauen, denn dann ist sozusagen das Ende von Klaus Störtebeker gekommen. Und zwar auf der
auf der Naturbühne Ralswiek natürlich wieder, fällt sein Kopf. Ne, ihr kennt alle die Legende. Ich bin gespannt, ob sie es dieses Jahr so umsetzen oder beziehungsweise 2024, ne, mit diesem Vorbeilaufen an den anderen, nachdem er schon geköpft ist. Bisher war es ja immer so ein glatter Schnitt, Kopf fällt runter und gut, aber natürlich auch ein wahnsinnig schöner Special Effekt. Hamburg 1401 wird das Stück heißen und es ist zu sehen vom 15. Juni bis zum 31. August 2024. Und somit Ahoi und Gottesfreund und aller Welt Feind. Auf nach Ralswiek, auf Rügen.